Sie haben sich vielleicht gefragt, weshalb sechster Sonntag nach Trinitatis. Stimmt doch nicht, da haben Sie völlig recht. Wir haben eben Probleme mit der Anzahl von Kantaten in der Passionszeit, weil Bach ja in Leipzig keine Figuralmusik zu liefern hatte. Tempus Clausum hieß diese Zeit. Man hat sicher gesungen, aber es waren keine großen Konzerte, keine großen Kantaten, es war eben Fastenzeit. Und so haben wir jetzt gesagt, weil wir im Juli keine Bach-Kantaten haben, nehmen wir ab und zu mal eine Juli-Kantate in den März. Vom Wetter her doch gar nicht ganz unpassend. Eine weitere Vorbemerkung, die vielleicht ganz spannend sein könnte. Vor 300 Jahren, im März 1714, wurde der junge Hoforganist Johann Sebastian Bach zum Kapellmeister ernannt in Weimar. Also dort hat seine offizielle Arbeit als Kirchenkantatenkomponist begonnen. Und natürlich, last but not least, Happy Birthday, dear Bach. Heute wäre er 329 Jahre alt geworden. Also Leute, die im März Geburtstag haben, wissen sich in der Aura Bachs geborgen. Nun gehen wir an die Kantate. Es ist ja eine Kantate, eine sogenannte Choralkantate, die Bach später komponiert hatte im Jahre 1732, also einiges, nachdem er diese Idee verwirklicht hatte, über verschiedenste choräle Kantaten zu verfassen, welche sich besonders auf den Choraltext beziehen. Wir gehen in medias res und zwar in eine sehr trauervolle Musik, die folgendermaßen klingt. Karl Graf wird Ihnen dann nachher ein bisschen behilflich sein, um diese Musik einzuordnen. In E-Moll geschrieben, in einer sehr speziellen Taktart, nämlich 12/16, also nicht 12/8 wie bei der Matthäus-Passion. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sondern die gleichen kleinen Einheiten, aber in Sechzehnteln. Eine moderne Taktart. Mattheson, der Zeitgenosse von Bach, sagt, die Sechzehntel als Zähleinheit würden auf huschendes, intensiv bewegendes hinweisen. Hören Sie einmal die Linie. Sie schnell nachschauen in Ihrem Arbeitsblatt. Groß C in der Mitte des Blattes, die Arie 3, Violine Solo, eine Katabasis, wie sie nicht schöner sein könnte. La bi da di da ri da di da di da 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 ri ri. Da geht's bodenlos ab, man versucht. Dann noch die Unsicherheit des Schrittes, immer diese kleinen Ligaturen, also nicht da di 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 da 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 di 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 da 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 da, sondern la di 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 da ta 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 di 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 di. Und jetzt versucht er sich hinaufzuwinden. Da di da di da da ta di da ra da da, stürzt wieder ab. Er versucht es nochmals. Versucht wieder. Sie hören, ich werde atemlos, die Musik wird atemlos. Es scheint ein schwieriger Zustand zu sein. Sie haben gehört, wie Bach die Arie Nummer 3 vertont. Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schluckt uns völlig ein, die Tiefe drohte schon den Tod und dennoch konnte in solcher Not uns keine Hand behülflich sein. Das ist ein Text, der nicht im Lied von Paul Spiratus steht.
dieser Choralkantate, sondern da hat der Dichter noch selber etwas dazu getan, als wollte er noch zusätzlich einen draufgeben. Diese aussichtslose Situation, der Mensch, der ist einfach, kann vor Gott nicht bestehen. Und da sind nur die deftigsten Bilder gut genug. Er nimmt Laien auf im Alten Testament, im 4. Mosebuch. Und erinnern Sie sich an die Geschichte von der Rotte Kora. Dieser Kora und seine Genossen, die rebellierten gegen Mose und sein Regiment. Und da machte er eine Volksversammlung und wollte da Klarheit schaffen und sagte, jetzt hörte mal, wenn diese Leute um Kora einfach so gelegentlich einmal sterben, wann man einfach stirbt, dann könnt ihr sehen, dass ich nicht recht hatte. Wenn aber Gott wunderbarerweise wirken würde, dass die Erde sich öffnete und ihren Schlund und die ganze Bande heruntertrollen würde, dann wüsstet ihr, dass ich recht habe. Und kaum gesprochen, habe sich die Erde geöffnet und die ganze Gesellschaft sei da hinunter direkten Weges in die Hölle gestürzt. Das also soll nach der Meinung des unbekannten Kantatendichters wirklich uns zeigen, wie es um den Menschen bestellt ist, so wie er nun einfach ist und vor Gott nicht bestehen kann. Der Tenor hat die vokale Rolle inne. Und auch er muss von höchster Höhe in die tiefste Tiefe seine Stimme bewegen und in einer für den Tenor außerordentlich tiefen Lage viele Takte verbringen, was sicherlich dieses Verschlucken in den Abgrund darstellen könnte. Ich habe versucht, mit meiner Kollegin Lady Yamaha die Situation so darzustellen, dass ich selber nicht irgendwie Schiffbruch erleide. Aber entschuldigen Sie bitte meine Stimmlage. Sie werden hören, wie fürchterlich schwierig so etwas zu singen ist. Und umso mehr weiß man es zu schätzen, wenn man dann Solisten hat, die das können. Aber also begleiten und singen würde sicherlich mal schon gar nicht gehen. Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schlug uns völlig ein, der Abgrund schlug uns völlig ein. Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schlug uns völlig ein, schönen Abgrund schlug völlig ein. Ja, Sie hören, auch die Stimme bewegt sich immer hin und her. Wir waren schon so tief gesunken, der Abgrund schlug uns völlig ein. So, in diesem Tempo etwa schaffe ich es. Also, diese Unordnung im Rhythmus, dieses ständige Verschieben, würde ich meinen, sei auch das Mittel, das Bach benutzt, um diesen Zustand, den Karl uns so anschaulich mit der roten Zora da, wie hieß sie, die rote Kora oder Rotte. Rotte Kora, oder, wie er das, auch eine schöne Geschichte, oder? mit der roten Zora hier auf diese Art und Weise darstellt. Wir wollen im Verlauf der Einführung schauen, wieso kommt es an diesen Punkt. Aber merken Sie ihn, einen zweiten Punkt möchte ich Ihnen auch aus der Kantate vorwegnehmen, musikalisch. Und du könntest, Karl, vielleicht auch hier noch einige theologische Hilfe leisten, nämlich dem Schluss der Arie, des Rezitatives Nummer 4. Da heißt es, und fest um Jesu Arme schlingt. Der Himmel ist vor den erkoren, also ist für den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Armen schlingt. Wenn Sie diese Stelle sich einmal anhören. Der Himmel ist für den erkoren,
den wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Armen schlingt. Auch da könnten Sie nachlesen, Buchstabe Dora, die Linie in der Continuo-Stimme gefällt mir ganz besonders. Man hat den Eindruck, hier schlingt man sich. Hier schlingt und haltet man sich fest um Jesu Arme. Diese Stimme, die hinuntergeht und hinuntergeht. Dazu die Stimme des Bassisten, bringt uns fest um Jesu schlägt. Ein Ausweiten des Ambitus nach oben und nach unten. Ich habe mich dann gefragt, ist das der Petrus, der großartig auf dem Meer läuft und dann umsinkt und Jesus hält ihm die Hand hin und sagt, ich halte dich, du Esel, du großmanniger Esel dann. Oder ist es vielleicht die andere Geschichte, der alte Simeon, der im Tempel gedient hat, der sein Leben lang und wusste, irgendwann wird er den Messias in Händen tragen und das geschah dann. Wir wissen es nicht ganz sicher. Hören Sie doch nochmals diese wundervolle Musik. Und fest um Jesu Armen schlingt. Was denkst du, Karl, zu dieser Stelle? Der Himmel ist für den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Armen schlingt. Ein Erlebnis, das verschiedene Christen erfahren haben, und man könnte tatsächlich jetzt an den Petrus denken und an den Simeon, aber wenn wir jetzt an den Paulus Piratus denken, einen Freund und Zeitgenossen Luthers, dann sind wir nahe dabei bei der Entdeckung, die er gemacht hat im Kloster. Er wusste, ich kann arbeiten und mich anstrengen und beten und fasten, so viel ich will, ich werde nie das erreichen, dass ich vor Gott gerecht bin. Und da hat er studiert, im Neuen Testament gelesen und ist dann zur Erkenntnis gekommen, es ist ja umgekehrt. Nicht ich muss zuerst mich emporarbeiten zu Gott, dass er mich annimmt, sondern Gott kommt zuerst mir entgegen, nimmt mich an und akzeptiert mich und ich als Mensch erzeige meine Dankbarkeit dadurch, dass ich Gottes Geboten entsprechend lebe. Das ergibt sich durch die ganze biblische Geschichte hindurch. Denken Sie an die Einleitung zu den 10 Geboten. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Also mit anderen Worten, alles, was du bist und hast, hast du von mir. Dann, erstes Gebot, du wirst doch nicht andere Götter neben mir haben. Oder denken Sie ans Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Kerl kommt da abgebrannt nach Hause zurück und denkt, wenn ich Bitti-Bette mache, dann nimmt mich der Vater vielleicht als Knecht wieder an. Und dann aber, was macht der Vater? Er setzt ihn wieder ein, macht ein Fest, kleidet ihn neu ein. Und es wäre ja eine Unmöglichkeit, wenn dieser Sohn nun sagte, ja, im Frühling übers Jahr, wenn ich wieder die Reiselust ankommt, dann haue ich halt wieder ab. Nein, er wird aus Dankbarkeit seinen Dienst tun. Die Kernstelle, auf die Luther sich dann immer stützte, ist die aus dem Römerbrief. Gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die das Gesetz fordert. Und die ganze Kantate kreist ja dann tatsächlich um dieses Thema. Und beginnt ja gleich Anfang mit dem Geschenk.
Das ist so schön, dass diese Kantate nicht mit dem Jammerlied anfängt, sondern es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte. Und ich denke, das singen wir doch, oder? Natürlich. Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt, dass Ihnen das blüht. Buchstabe A, der Choral. In E-Dur, einer sehr strahlenden Tonart, denken Sie ans Violinkonzert. Dim-pam, pi, jadadam, badada, dim-pam, di-di-di, da-da-da-da-da, di-di-di-da-di. Nun, da der Choral etwas hoch geht, nehmen wir ihn nach D-Dur runter. Aber die Freude, es ist das Heil uns kommen hier. Ein kleines Vorspiel. Wir haben ein sehr spezielles Lied hier vor uns. Die Reformatoren wollten nämlich, dass wir zum Beispiel, also vor allem biblische Texte nicht nur lesen und hören, sondern auch singen können. Darum sind alle Psalmen vertont worden und auch andere biblische Texte. Dann aber wollte Luther auch, dass gewisse Gedanken aus der Glaubenslehre zum Singen aufbereitet werden. Und dieses Lied, das ist ja fast wie eine Predigt, aber eine Predigt in Versform, die zum Auswendiglernen und zum Singen ist, dass man singenderweise sich das aneignet. Luther hat ein Lied gemacht zu den 10 Geboten zum Beispiel, oder übers, das sind die heiligen 10 Gebote, ja, oder Vater unser im Himmelreich, das singen wir ja oft. Dann gibt es Lieder zur Taufe, zum Abendmahl, zum Glaubensbekenntnis. Wir glauben all einen Gott. Und dann eben jetzt dieses von Paul Spiratus. Es gibt auch eines entsprechend von Martin Luther. Das die ganze Lehre so verkündet und die Menschen, die das auswendig können und singen, verinnerlichen sich das anders. Augustinus hat einmal gesagt, wer singt, betet doppelt. Ja, meinst du? Ich bin beeindruckt. Ja. Also Sie sehen, wie viel ich dann doch schon gebetet habe in diesem Sinn, da ich ja die Strophen immer mitsinge, mitgesungen habe, ja. Wollen wir uns dieses Heil uns kommen her etwas genauer anschauen. Es war nämlich interessant, 1732, also einige Jahre später, wie ich es schon erwähnt habe, hat Bach diese Lücke gefüllt. Sie ist wahrscheinlich entstanden, meinen die Musikologen, weil Bach in diesem Juli-Wochenende eine Konzertreise mit seiner Frau unternommen hatte und sein Stellvertreter die Kantate von Telemann zur Aufführung gebracht hat. Er hatte aber bereits vorher schon diesen Choral vertont, und zwar in BWV 117, sei Lob und Ehr dem Höchsten gut. Ich habe gedacht, das wäre mal ganz spannend, bevor wir an den Eingangschor kommen, zu hören, wie die andere Kantate, die er kurz vorher geschrieben hat, geklungen hat. Thank you.
diese bewegten Bässe. Und dann unglaublich geschickt, wie er den Choral einbaut. Denken Sie an den Choral. Das haben wir vorhin gesungen. Im Himmel wird Walzer getanzt. Der Tactus Perfectus, der Dreiertakt, das ist mal ganz sicher, das haben wir schon oft gesehen. Und dann nimmt er den Auftakt nach unten. Bam, ba, bulida. Kleine Verzierung. Also eine Umspielung der Choralmelodie sozusagen als Soggetto. Ganz anders klingt unser Chor. Karl, könntest du zwei Sätze sagen? Etwas Interessantes. Ich muss hier nämlich als Disc-Jockey noch tätig werden. Ja. Das können die Pfarrer nämlich sehr gut. Also, wir haben es ja vorhin schon gesungen und Sie sehen, wie der zentrale Gedanke eben schon hier anklingt. Es ist ein Geschenk von Gott an uns und der Glaub sieht Jesum Christum an, der hat genug für uns getan. Er ist der Mittler worden, ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Es braucht noch einen Satz dazu. Aus lauter Gnade ist es gekommen, das heißt auf Lateinisch gratia, davon kommt unser Wort gratis. Es ist ein Geschenk Gottes. Das kann man doch einfach annehmen und sich darüber freuen und muss nicht das als Last empfinden. Glaube, christlicher Glaube ist eine fröhliche, zuversichtliche Angelegenheit. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ja. Ich nehme mein Klavier und spiele es Ihnen vor. Aber sehen Sie, Karl macht das großartig. Das ist übrigens eine der Aufgaben von uns Organisten, wenn eine Handlung passiert, eine Bewegung im Gottesdienst, dass wir schauen, dass die Musik den Eindruck gibt, als wäre sie komponiert genau für diese Handlung. Und wenn dann der Kelch abgestellt ist, kommt die Kadenz und alles stimmt. Lernen wir in Basel, wie man das macht. Was hören Sie? Leichte, leichtfüßige Musik. Die Continuo-Gruppe, wenn Sie die Motive schauen möchten, finden Sie sie bei Bertha. Groß B, in der dritten Zeile sehen Sie einen Bassschlüssel und die leichten Dreiklänge. Rom, bam, bam, bam. Ein anderes Motiv finden Sie bei B1, das ist gleich oben, Nummer 1, dieser Dreiklang. Bam, 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 dim, radada. Das ist ein Motiv. Dann sehen Sie die Flötenmelodie, das ist die B2, nämlich ein langer, ausrufender Ton. Pa, di, 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 Frère Jacques, Frère Jacques. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Eines dieser bekannten Motive, die viel verwendet werden. Und im zweiten Takt dann, das ist bei Ihnen B3, ein Konzertmotiv der Violinen. Eine sehr zauberhafte, zarte Besetzung. Eine Traversflöte, und Sie wissen, im Vergleich zur modernen Flöte klingt eine Traverso sehr, sehr farbenfreudig, aber sehr leise. Es war nicht natürlich einfach, eine Balance zu finden. Die Oboe d'Amore ist auch ein verhüllter Klang im Vergleich zur Oboe, selbstverständlich zur modernen, nicht zu vergleichen. Und dann das Streichorchester. Diese Kombination mit dem Chor zusammen. Ich möchte Ihnen einige kleine Beispiele daraus vorspielen, dass Sie eine Ahnung haben, wie das Ganze klingt mit dem Chor zusammen. Jetzt kommt dann der Chor dazu. Musik.
Wenn ich den Aufbau des Eingangschors Ihnen kurz beschreiben kann, dann auf folgende Art und Weise. Eine Triosonate, das heißt, drei Hauptinstrumente sind dabei. Unten das Basso Continuo, vielleicht mit dem Cello, vielleicht mit dem Fagott, vielleicht mit einer Orgel, vielleicht mit einem Cembalo oder einer Laute dazu. Das Fundament, der Bass, der Generalbass. Dann die beiden Soloinstrumente, hier in diesem Falle eine Traverso und eine Oboe d'Amore, die miteinander spielen. Und ich könnte Ihnen ohne Probleme sagen, hören wir den Eingangschor nur mit der Flöte, der Oboe und dem Continuo und wir hätten ein vollgültiges Stück da. Das heißt, das ist sozusagen dieser Faden, der durchgeht. Und dann kommen die Choräle dazu, den Choral erkennen Sie jetzt sehr gut, weil Sie ihn selber gesungen haben. Und die anderen Stimmen, Bass, Alt und Tenor, singen kleine Motive, wie hier zum Beispiel. Es ist das Heil, uns kommen hier. Und wie Sie sehen auf Ihrem Arbeitsblatt, da hätte es noch manches Thema. Gehen wir sie nochmals kurz durch. B. Eins ist lam pam 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 pim rabadam. Jetzt kommt der Frère Jacques mit dem langen Ton. Der Frère Jacques, dormez-vous. Jetzt die Concertofigur. Ja da da di da di da da di da di di pam. Und dann nachher die Synkope. Ja da da di 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 da da di di da da dam ta di da 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 dim ta di di da 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 di. Die fünf mit diesem inständigen Rhythmus. Denken Sie an das Lied, das macht auch. Vielleicht hat Bach beim Komponieren an den wiederholten, intensiven Rhythmus des Chorals gedacht. Keine Ahnung. Jedenfalls kann man sehr schön verstehen, was der große Bachforscher Hans-Joachim Schulze über diesen Eingangschor geschrieben hat, möchte ich Ihnen vorlesen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist im Falle des Eingangssatzes eine überwältigende Vielschichtigkeit der Setzweise, verbunden mit einer Filigranarbeit, die oftmals dem bildkünstlerischen Grundsatz zu huldigen scheint. Zeichnen ist weglassen. Zeichnen mit dem Silberstift ist weglassen. Eine großartige Aussage. Und man sieht, dass Bach sich eine Riesenmühe gegeben hat beim Komponieren dieses Satzes. Wir haben gemerkt, die Klangbalance, die Richtschnur ist die Flöte. Wir haben deshalb Flöte und Oboe vorne hin gesetzt, damit man sehr viel von diesen Instrumenten hört. Und wir haben intensiv an der Balance gearbeitet. Ich glaube, eines der wichtigsten Ansätze bei der Bach-Interpretation, dass man möglichst viele Stimmen hört. Ein gewichtiger erster Satz, der auch in unserer Betrachtung viel Gewicht erfahren hat. Und nun Predigt, erster Teil. Nummer 2. Gott gab uns ein Gesetz, doch waren wir zu schwach, dass wir es halten können. Wir gingen nur den Sünden nach, kein Mensch war fromm zu nennen. Der Geist blieb an dem Fleische kleben und wagte nicht zu widerstreben. Also das Thema kennen wir, das ist Gesetz, wir können es nicht erfüllen. Sehr schön das Bild. Sie kennen das Wort, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hier kommt nicht einmal der Geist richtig vom Fleck, weil er an diesem Fleisch, an den menschlichen Möglichkeiten kleben bleibt und nicht wagt, Widerstand zu leisten. Wir sollten im Gesetze gehen. Eine eindrückliche Ausdrucksweise. Wir sollten im Bereich des Gesetzes uns bewegen und dort wie in einem Spiegel sehen, wie unsere Natur unartig sei. Im Spiegel kann ich sehen, ob meine Krawatte richtig sitzt oder nicht. Im Spiegel des Gesetzes kann der Mensch erkennen, wo er Fehler macht. Aus eigener Kraft war niemand fähig, der Sündenunart zu verlassen. Er möchte auch alle Kraft zusammenfassen. Also, Frage, die kann so selber nicht gelöst werden. Es kommt aus Vertrauen auf Gottes Güte an, dass er den Menschen gerecht spricht. Wenn Sie dann weiterschauen, werden Sie entdecken, der Bass
Es ist wie ein Rückgrat in der Kantate. Er wird nicht nur ein Rezitativ, sondern nochmals zwei singen. Und ich glaube, man kann schon sagen, das ist die zentrale Aussage. Nun, nochmals den wichtigen Hinweis, wie singt man Rezitative nicht? Ich mache es Ihnen mal vor. Gott gab uns ein Gesetz, doch waren wir zu schwach, dass wir es hätten halten können. Wir gingen nur den Sünden nach. Also jetzt habe ich das rezitativ gesungen, wissen Sie, so richtig gezeigt, meine Stimme, also das behaupte ich jetzt schon nicht. Aber dieser Sänger würde behaupten, meine Stimme, ach, meine Stimme, meine Stimme. Ein Rezitativ ist eine gesprochene Angelegenheit und darum kann nur der Beste genug sein für die Rezitative in einer solchen Kantate. Wir haben auch hier stundenlang gearbeitet an der Gestaltung. Wie sollen wir die Töne spielen? Welcher Akkord wollen wir betonen? Wo nehmen wir die Noten weg? Wie kann man das darstellen? Und in diesem Sinne ist Peter Harvey heute Abend nicht nur eigentlich der Erzähler, sondern eben auch der Pfarrer. Dann eben, wenn die Leute gesehen haben, es ist nicht so leicht, aus eigener Kraft die ganze Sache zu schaffen, kommen sie in diese Verzweiflung hinein. Die Violin-Solo-Arie, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe und Karl uns dazu erklärt hatte von der Rotte Cora, die da im Boden versinkt und eben der Vater, der grimmige Gott hier sagt, okay, wenn du nicht willig bist, so brauche ich Gewalt. Nummer 4. Das Gesetz musste erfüllt werden. Und Jesus hat ja gesagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Darum heißt es auch hier, deswegen kam das Heil der Erden des höchsten Sohn, der hat es selbst erfüllt und seines Vaters Zorn gestillt. Dann Hinweis auf die Passionsgeschichte, das Leiden und Sterben Jesu, dass er uns Hülf erwerben, wer nun demselben traut, wer auf sein Leiden baut, der geht nicht verloren. Der Himmel ist für den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Armen schlingt. Hier vielleicht doch ein Detail, das ich Ihnen gerne noch zeigen würde, von diesen vielen, vielen Möglichkeiten in Bachs sprachliche Umsetzung von Musik, von Bachs musikalische Umsetzung von, sehen Sie, ich verwechsle die beiden Wörter. Bach spricht mit seiner Musik. Ich zeige Ihnen die Stelle, wer auf sein Leiden baut, der geht nicht verloren. Wer auf sein Leiden baut. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Wer auf sein Leiden baut. Auf diesem Wort bauen haben wir nicht einen Grundakkord, sondern einen schwierigen Septakkord. Und sicherlich ist hier das Kreuz angesprochen. Wer auf sein Leiden baut. Der geht nicht verloren. Der Himmel ist für den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Armen schlingt. Und jetzt sind wir wieder dort angelangt. Bei der zweiten Stelle, die ich Ihnen gezeigt habe, ist es meine Lieblingsstelle in der Kantate. Dann die Arie Nummer 5. Da kommen wir dann zum Herzstück der ganzen Kantate. Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glaubensstärke. Nur den Glauben nimmst du an. Nur der Glaube macht gerecht. Alles andere scheint zu schlecht. Sie erinnern sich, wir müssen hier schlicht lesen. Zu schlicht, alles andere ist zu einfach, zu billig, als dass es uns helfen kann. Die Kernstelle aus dem Römerbrief 3,28 hat das Schlüsselwort eigentlich Luthers, eben der Mensch wird gerecht
durch den Glauben, unabhängig von den Werken, die das Gesetz von uns fordert. Wie könnte ein solcher Text vertont werden? Die Bachsche Lösung benutzt in Basso Continuo getupfte Achtel mit Pausen, eine ganz einfache, liebliche Musik, die ein bisschen an den Anfang der Kantate erinnert. Dazu hat er die Flötenmelodie, die ich eingespielt habe. Eigentlich würde sie doch genügen. Sie ist vollkommen und herrlich. Ein schönes Continuo dazu. Aber Bach setzt noch eine Oboe dazu. Hören Sie, es mit der Oboe. Ich spiele die Oboe dazu. Jetzt ist die Oboe, jetzt die Flöte. Was spielt eigentlich die Oboe? Die Flöte spielt die Oboe einen Takt später. Also die gleiche Melodie. Wenn Sie hören, ich spiele mal gleichzeitig Oboe und Flöte, dann klingt das so. Ich habe nicht gewartet, sondern einfach gleichzeitig gespielt und Sie merken, eine Quint nach unten versetzt spielt die Oboe d'Amore dasselbe, also ein strenger Kanon. Und dieser Kanon geht durch das ganze Stück hindurch. Eine Leichtigkeit des Glaubens, habe ich gesagt. Karl Graf, ist das nicht ein schöner theologischer Fund von mir? Natürlich ist das. Ich würde mich ja auch nicht getrauen zu sagen, es sei falsch. Hast du auch schon. Ja, aber. Aber es gibt ja ein sehr schönes Wort Jesu, in dem er sagt, was er von uns erwarte. Wir sollten unser Kreuz auf uns nehmen und so weiter. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das, was ich von euch erwarte und euch auflege, das ist etwas Leichtes, keine schwere, sauer zu tragende Last. Ich finde, das zeigt wieder einmal den Theologen Bach aufs Schönste. Und er sagt, ja, Kanon, das ist etwas sehr Schwieriges, etwas sehr Strenges. Und wenn Sie Kanon zum Beispiel aus dem musikalischen Opfer hören, da merkt man, da ist harte Arbeit dabei. Und Bach hat gesagt, wie will ich das gestalten? Ich nehme dieses leichte Continuo, ich nehme eine Melodie, die lieblich klingt und schaue, dass die Verhältnisse der beiden kanonisierenden Stimmen immer im Konsonanten oder meistens im Konsonanten bleiben. Auch die Singstimmen machen dasselbe. Die Sopranistin singt, Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glau. Übrigens hübsch, wie sie das Wort siehst. Du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glauben. Da betont Bach mit diesen beiden Hochtönen die Wörter, die ihm ganz besonders wichtig sind. Die Altstimme, auch hier eine Quint tiefer, singt, Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glau. Wieder gleichzeitig, Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glauben. Klingt natürlich sehr besonders mit diesen Quintenparallelen, aber wenn ich es jetzt als Kanon spiele,
Herr, du siehst, statt guter Werke Hauf des Herzens Glauben. Wundervoll. Und wenn man dann die Musik hört, hat man überhaupt nicht den Eindruck von Kanon. Und das finde ich ganz besonders großartig. Da ist, glaube ich, der Komponist am höchsten gefordert. Eine komplexe Technik und es scheint, als wäre das ein leichtes. Wir sind also durch dieses Geschenk des Himmels gekommen. Es ist ein Geschenk mit der Zarfenflöte, mit der kleinen besetzten Ensemblerunde, mit dem strahlenden Chor. Wir haben die drei großen Predigten von Peter Harvey gehört und in der Mitte den Jammergesang der Violine mit dem Tenor und dem Basso Continuo und hier diesen Kanon. Nun nochmals Predigtteil 3 und Schlusschoral. Ja, nun wird das ein bisschen entfaltet, was verkündigt worden ist aus dem Evangelium. Wenn wir die Sünd aus dem Gesetz erkennen, so schlägt es das Gewissen nieder. Doch ist das unser Trost zu nennen, dass wir im Evangelio gleich wieder froh und freudig werden. Dies stärket unseren Glauben wieder. Also, es gibt diese beiden Wirkungen des Glaubens. Einerseits, dass ich im Spiegel des Gesetzes meine Fehler erkenne und dass ich im Hören aufs Evangelium ermutigt werde. Hier würde nun im Lied eine Strophe folgen, die der Bearbeiter leider ausgelassen hat, was eigentlich noch wichtig wäre. Denn man, Glauben heißt ja dann nicht einfach die Hände in den Schoß legen und nichts tun, sondern irgendwie muss man doch etwas merken davon, dass wir Christen sind und so handeln. Es würde dort die Strophe folgen: Die Werke kommen gewisslich her aus einem rechten Glauben, denn das nicht rechter Glaube wär, dem man die Werk wollt rauben. Doch macht allein der Glaub gerecht, die Werke sind des nächsten Knecht, dabei wir'n Glauben merken. Also, man spürt einen Menschen an, ob er gläubiger Christ ist, was er tut. Dann macht der Dichter einen Gedankensprung in die Endzeit. Die Wiederkunft Christi. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Darauf hoffen wir derzeit, wir würden heute sagen auf die Zeit, die Gottes Gütigkeit uns zugesagt hat, doch aber aus weisem Rat die Stunde uns verschwiegen. Und schließlich das Dritte, Vertiefung des Vertrauens, da kann man sich dran halten. Wir lassen uns begnügen, er weiß, wenn es nötig ist und braucht keine List an uns. Wir dürfen auf ihn bauen und ihm allein vertrauen. Und da gehört nun einfach noch der Schlusschoral hin. Und sehr schön. Manchmal meint man ja, es stimmt nicht. Ich spüre nichts davon, dass Gott da ist bei mir. Jetzt gerade, wo es mir so schlimm geht oder so. Ob sich's anließ, als wollt er nicht, lass dich nicht erschrecken, denn wo er am besten ist mit, da will er's nicht entdecken, will er's nicht zeigen. Sein Wort lass dir gewisser sein, und ob dein Herz spräch lauter nein, so lass dir doch nicht grauen. Das ist Christentum in schönen und auch in traurigen, schweren Zeiten. Und wir haben gedacht, es wäre doch ein schöner Schluss, wenn wir jetzt noch gewaltig miteinander diesen Choral singen würden. Es ist die gleiche Melodie und ich bitte Sie doch herzlich, mit mir diesen Choral zu singen. Ob sich's anließ. Ob sich's anließ, als wollte er nicht, lass dich es nicht verschrecken. Und ob dein Herz sprach lauter nein.
herzlichen Dank für Ihr Dabeisein.